Läuft es? Ja, es sollte laufen. Wir machen weiter mit Super Mario, Quatsch, Mario in einem Land vor unserer Zeit. Haben das letzte Mal hier den Normal Exit gemacht und uns fehlt hier noch der Secret Exit. Wir wissen, wie er geht. Wir haben es nur noch nicht hingekriegt. So. Und ich weiß jetzt ja auch, dass die Yoshi Coins und so weiter alles irrelevant ist. Das ist in dem Fall ausnahmsweise mal ganz gut, weil die hier einzusammeln kostet mich dann doch ein Büschi zu viel Zeit. Ein Büschi. Aber nun ein Büschi. So. Nehmen wir den mit. Hiervon nehmen wir jetzt gerade mal keinen. Da machen wir uns kurz klein. Und tun so, als wäre das volle Absicht gewesen. Es war natürlich volle Absicht. Was denkt ihr denn? So, nehmen wir den hier. Der ist näher dran, da habe ich mehr Luft. Gut. Dann triggern wir hier den Peaceweech. Und dann kam, glaube ich, schon so langsam... Ach nee, da kam... Genau, da kam erst dieses Ding nach oben. Richtig, da kam noch nicht der Midway Point. Das dauert noch ein Stück. Da muss ich jetzt erst noch heile durchkommen. Hilfe, das war knapp. Hätte wehtun können. Hat es zum Glück nicht. So. Ach ja, hier bin ich auch so knapp immer durchgekommen. Aber ich darf mir auch hier nicht zu viel Zeit lassen, weil es ist echt... Es ist echt ziemlich knapp im Essen. Zum Glück habe ich den jetzt nicht geweckt. Den Kollegen da unten. So, schnell durch, 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 durch. Okay. Nee, ich darf mir nicht zu viel Zeit lassen. So, huaha. Und hier war irgendwo der Midway Point. Genau, genau. Super. Super gut. Gut, gut. So, jetzt passiert hier nichts. Das ist auch sehr interessant. Mal passiert's und mal passiert's nicht. Okay, und ich sollte groß bleiben. Ja. Weil sonst... kriegen wir hier richtig... Oh, das hat nicht gereicht. Das war zu knapp. Okay. Das war ein ganz klein wenig zu knapp. Auch in Ordnung. Da muss man wirklich richtig Speed geben hier. Richtig Kette. Jetzt ist der Peaceweech wieder weg. Aber das sind wir ja auch schon gewohnt. Ne, ich muss hier, ich muss hier, ich muss hier, ich muss hier so durch. Sonst wird das nix. So, schmeißen wir den mal hier hin. Drücken den gleich mal. Und jetzt müssen wir was schaffen in der Zeit des Peaceweeches. Boah, das schaffe ich doch gar nicht. Oder schaffe ich das? Hä? Was? Wie? Ach nee, so komme ich da durch. So komme ich da durch. Ich muss das gar nicht in der Peaceweech-Zeit schaffen. Okay, gut, 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 gut. Ich darf die nur nicht von der anderen Seite aktivieren. Oi, 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 oi. So, wir gucken uns mal kurz die Oberwelt an. Jawohl. Da geht's wohl in den Wald rein. Jawohl, jawohl. Da gibt's ja wieder eine Submap. Ich glaube, es ist bis, geht jetzt bis Welt 2. Ich bin gespannt, wie weit es geht. Wahrscheinlich hier noch und... Jo. Schauen wir mal. Wasserpanik. Machen wir mal als nächstes. Gott sei Dank ist jetzt wieder ohne dieses Luftzeug. So, aber die Flaschenpost ist noch da. Oft ist es sinnvoll, einen Block mitzunehmen, auch wenn man vertikal dann langsamer schwimmt. Ja, das ist wohl wahr. Wenn sie hier sind, werden sie nicht umsonst hier liegen. Huch. Ach, das war sinnlos. Kann es sein, dass das Vieh schon wieder verschwunden ist? Hier war doch ein Vieh. Naja, egal. Hatte das eine Yoshi-Pforte? Ich glaube nicht, ne? Warum sollte ich hier eigentlich? Kann ich da durch? Weiß ich nicht. Wir schwimmen erstmal normal weiter und gucken. Bevor ich mich hier nicht umgucke, weiß ich eh nicht Bescheid. So, 3 Yoshi-Coins haben wir schon. Da wäre Leben, okay, das ist jetzt mal nicht so wichtig. Time 0? Was? Was? Was habe ich gemacht? 80! Bist du mich verarscht? Ach du Scheiße! Okay. Das ist kurz, das Level, anscheinend. Gib mir das Leben.
Wenn ich Save-Settle spiele, brauche ich das Leben. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Block. Dann wäre das hier die Yoshi, die vierte Yoshi-Coin. Die Yoshi-Vierte, genau. Ja, und wir brauchen hier nämlich nochmal einen Block. Dachte ich mir. Und hoffentlich brauchen wir oben nicht nochmal einen. Oh, Alter, ist das knapp. Uah, lass mich hier durch. Alter! Bitte resette die Zeit jetzt wenigstens. Scheiße! Ziel! Nein, nein, komm, 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 schnell durch. Boah, ist das knapp. Deswegen heißt das Wasserpanik. Ich verstehe. So, 4-1, Wassertempel. Das hier ist also quasi ein Weg zu... Ist da jetzt schon was gemacht? Diese Barriere kannst du erst passieren, wenn du 30 Exits oder mehr schon gemacht hast. Hast du weniger, so schwimme links aus dem Screen. Ach cool, haben wir noch nicht natürlich. Auch interessant. Okay. So, und hier gibt es noch einen Secret Exit, den darf ich jetzt auch noch suchen in der Zeit. Juhu. Ich freue mich. Ach du Scheiße. Okay. Gucken wir mal. Du musst erstmal mitkommen. Dich brauche ich definitiv. Zack. Der ist sicherlich... Ich wette, bei irgendwelchen von diesen Blöcken kann man dann seitlich durchgehen oder so. Irgend sowas wird es sein. Uah, nicht so schnell nach oben. Hier zum Beispiel. Hier kann man irgendwie hier... Überall kann man hier seitlich rein. Keine Ahnung. Ach, guck mal, hier. Da ist er. Puh, ich hab's gesehen. Ich hab dich, hab dich, ich hab dich. Muss hier nur noch heile durchkommen. Ja. Heile durchkommen. Das nächste Mal bitte wirklich heil und nicht tot durchkommen. Da wäre ich begeistert. So. Schwimm du mal mit. Das ist Blödsinn, was ich mache. Ich komme viel schneller nach oben, wenn ich... Das war Blödsinn. So, aber ich brauche jetzt eh nicht die Zeit. Ich muss jetzt hier mit Geschick durch. Nicht mit Zeit. Zum Beispiel so. Und jetzt... Oh, das ist fies. Okay, Gott sei Dank. Hat er sich nicht aktiviert. Gut. Sehr schön. Dann haben wir den grünen Switch, den Stern der Zeit. Oh. Puh. Ich bleib mal bei den Pfeilen irgendwie. Achso. Okay, das, hier kann man nicht viel falsch machen. Das ist gut. Gehen wir mal nach links. Kommen wir zum Switch. Gehen wir mal nach rechts. Ausnahmsweise kurz mal rewinden, nur um zu gucken. Aber ist beides dasselbe. Okay. Hätte ja sein können. So. Verwandlung und so weiter. Wunderbar, haben wir das. Dann können wir jetzt hier das Geisterhaus machen. Moment, wieso heißt das Ding Schalter? Zwei 5 Stern der Zeit. 2S Schalter. Ist das hier Stern der Zeit? Fragezeichen? Schauen wir mal, ob hier was mit einem Stern vorkommt. Dann könnte das hier Stern der Zeit sein. Aber wahrscheinlich passt es schon so und ich interpretiere nur wieder zu viele die Levelnamen. Oh Gott. Ihr seid lustig. Okay. Hi. Du warst gerade ein bisschen nah an meinem Gesicht. Aber nur ein bisschen. Boah, aber die Grafiken hier sind... Nice. Okay, da kann ich nicht klettern. Die Grafiken hier sind wirklich nice. Das hat sowas... Sowas von einer alten Fabrik oder so, die stillgelegt wurde. Ich brauche den Pilz, um an den Pilz zu kommen. Das ist auch super. Haben wir nicht. Da brauche ich eine Shell. Du bist eine Resetor? Ach, da war ein R drüber, Tatsache. Oh nein. Resetor plus Dinge, wo ich Items brauche. Ich
auswendig. Gucken wir mal, ob es schnell geht. Ich hoffe. Ich hoffe es doch sehr. Oh, ich wollte gerade sagen, ich kann hier übers Level laufen, aber ich muss sogar übers Level laufen. Eieieiei, okay. Ich hoffe, es ist kein schweres Puzzle. Ich hoffe es. So, erstmal den Pilz holen. Ich bin so dämlich. Misator, wo bist du? Was haben wir hier unten eigentlich noch? Ah, Mancha. Okay. Da käme ich mit einem Pilz zum Beispiel drüber. Nur mal so am Rande. Ob das dann so gedacht ist, weiß ich nicht. Würde aber auf jeden Fall gehen. Machen wir dann auch. Machen wir dann auch so gleich. Hops. So, muss ich mit der Uhr irgendwas beachten? Ich hoffe mal nicht. Wir sind ja nicht in Nerf World, wo wirklich jede Kleinigkeit relevant ist. Die Sache ist die, wenn ich den Pilz hole, ist der Switch weg. Das heißt, wir probieren einmal einfach, ob ich es hinkriege. Ja, okay. Dann machen wir erst die Röhre. So. Ich wollte den gedrückten hochwerfen, dann hätte ich den P-Switch gedrückt und den Pilz gehabt. Hallöchen. Und hier ist die Uhr auf 3. Ach, jetzt bin... Okay, jetzt bin ich hier unten wieder. Jetzt komme ich da hoch. Komme ich da rüber? Kann ich da bei der Uhr irgendwas machen? Nein, komme ich eh nicht hin. Jetzt habe ich einen Key. Gut, ich könnte jetzt mit dem Key auch über die Mancha. Die Frage ist, will... Da kann man auch irgendwie hoch. Achso, natürlich kann man da irgendwie hoch. Ich könnte hier auch Keyjumps machen, aber das will er natürlich nicht von mir. Das ist ja safe setless. Soll man das ja spielen können. Also will er so einen Käse nicht von mir. Definitiv nicht. Das Einzige, was ich wie gesagt machen könnte, was ich mir wirklich vorstellen könnte, wäre mit dem Schlüssel hier rüber, aber... man sollte ihn dann natürlich auch nicht mehr nochmal in die Hand nehmen. Scheiße. Okay, das muss ich mir erst nochmal genauer angucken. Das lief jetzt noch nicht so gut und die Geister habe ich jetzt auch wieder scheiße platziert. Ja, Mist. Okay. Du-lu-lu-lum. Ups. Du bleibst, ja, da, bleib da, bleib da, bleib da, da, super, bleib, wo du bist. So ist super. So, wo wir vorhin übrigens nicht waren, ist hier drüben. Ach, da gibt's auch nichts Gescheites. Okay, gut. Ich krieg hier also keinen Power-Up. Ich hab schon verstanden. Du willst mir hier kein Power-Up geben, dann nehme ich halt auch keins. So. Okay. Dann wären wir wieder hier. Ich setze jetzt hier mal ein Safe State. Einfach, weil wegen den Anfang ich nicht immer wieder neu spielen will, tun und so. Und wir gucken jetzt erstmal, was es hier gibt. Weil ich will mich hier eigentlich nicht lange aufhalten. Ich glaube, das ist einfacher, als es mir schon wieder vorkommt. Deswegen. Erste Aktion. Ach, ich kann ja hier oben entlang. Ist hier oben noch was? Nee. Erste Aktion, wir... Okay, da oben ist eine Röhre, da will ich auch irgendwann hin. Wir drücken einfach mal hier den P-Switch und gucken, was passiert. Ob da irgendwas auftaucht. Nö. Okay, dann kann ich in die Resetor. Weil jetzt habe ich den P-Switch nicht mehr. Und den brauche ich. Dann holen wir uns einen Pilz. Das machen wir jetzt als erstes. Holen wir uns mit dem P-Switch einen Pilz. Ich könnte theoretisch auch erst den P-Switch drücken. Und, ich fürchte, das wird er von mir wollen. Aber wir gucken mal. Ich könnte theoretisch, ich sag's kurz, ich könnte theoretisch den P-Switch drücken. Und... mit dem P-Switch hier wieder durch die Röhre gehen, dann kriege ich den Schlüssel, dann bin ich mit dem Schlüssel hier. Dann könnte ich theoretisch mit dem Schlüssel mir die Shell holen. Ach, mit dem Schlüssel mir den Pilz holen und hätte dann noch den P-Switch über. Fuck, ich komme nicht zurück.
Dann wäre der zweite Pilz ganz sinnvoll gewesen. Also der Save-Set ist jetzt quasi meine Reset-Door. Es geht nur schneller. Und ich wäre jetzt wieder gestorben. Ich hätte da nicht, ich wäre da nicht rausgekommen. Da wäre ich nicht rausgekommen. Bisschen doof habe ich das wieder gemacht. Wie immer, ne? Kennt man. Nee, oder? Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich komme da nicht mehr ran. So, dankeschön. Wir holen uns den zweiten Pilz. Selbstverständlich. Ich habe mal wieder nicht nachgedacht, aber das ist ja nichts Neues bei mir. Wir switchen ein wenig nach drüben, damit wir den dann auch haben. So. Dann kommen wir nämlich wieder zurück. Und dann können wir hier uns mal angucken, was hier drin ist zumindest. Ach, eine Ranke. Ein Stern, okay, das ist auch in Ordnung. Ich dachte jetzt wegen dem Schlüssel da oben, dass dann man dann da hochkommt. Weil da oben war ja eine Röhre, ne? Deswegen, ja, gucken wir mal. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier schnell rüberkommen. Den hätte ich vielleicht ein bisschen vorlaufen lassen sollen, den Stern. Ich hoffe, dass... Ah, okay, jetzt komme ich da hoch. Wenn ich schnell genug bin. Jo. Schwein gehabt. Jetzt komme ich da hoch, wo der Schlüssel war, ne? Theoretisch. Komm ich da... Was? Oh nein. Ich darf den nicht mit dem P-Switch holen, das war klar. Er hat dran gedacht, okay, cool. Nicht schlecht gemacht, nicht schlecht gemacht. Ist durchdacht, das Puzzle, es ist durchdacht, muss man sagen. Ich wüsste jetzt gerade spontan nicht, wie ich das umgehen kann. Ich brauche dann den P-Switch. Dann käme ich selbst mit dem Keychump da nicht hoch. Das ist durchdacht. Und hier hat er die extra Blöcke hingesetzt, damit ich den gedrückt nicht durchnehmen kann. Du schlauer Bursche, du. Dann brauche ich den Schlüssel wirklich nur, um mir den Pilz zu holen. Okay. Hui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 . So, zack, dankeschön. Und hops. Das ist wieder meine alte Puzzlekrankheit hier. Es haut einfach nicht. Ich will mal kurz was gucken. Ich muss mal eben hier ein Safe-Set setzen. Ich will nur was gucken. Ich will nur gucken, ob man hier irgendwo hinkäme. Da kommt man auch irgendwo hin, okay. Dann muss ich mit dem Stern auch einmal hier hoch. Ach so, das hat ein... Ach, das hat ein Secret Exit, das Ding, ne? Hm, okay. In dem Fall würde ich dann aber nachher nochmal kurz stoppen und wir sehen uns dann wieder quasi, wenn ich das nochmal gemacht habe. Das müsst ihr euch nicht nochmal alles anschauen hier. So, wobei es dann beim zweiten Mal wahrscheinlich schneller geht. Wie auch immer. Wir holen uns jetzt noch einmal das lustige Springboard, Quatsch, den lustigen Stern, den ich eigentlich nicht vorlaufen lassen muss, der... Ja, der springt eh da hin und her. Scheiß drauf. So, hops. Renne, 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 zack. Und schnell zurück. Ganz schnell. Nicht hängen bleiben. Okay. Ist nicht allzu knapp im Essen, aber auch nicht allzu, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, dann machen wir hier einmal den hier. Und schauen, dass wir nicht in die Manche rennen. Gott sei Dank, danke. Und dann kommen wir hier durch. Und sind beim Ziel, okay. Alles klar, da kämen wir jetzt nur hier runter. Dann ganz ehrlich, dann spule ich kurz zurück. Ist einfacher, als dass ich jetzt alles nochmal spiele. Weil wenn es eh nur der Rückweg ist, wozu? Wozu soll ich das nochmal extra dann hier? Das ist Blödsinn. Dann gehen wir hier einfach schnell hoch. Reicht der überhaupt so lang? Hä, der reicht doch gar nicht so lang.
lustig. Halt, stopp. Zurück. Hier waren wir. Der reicht ja gar nicht so lange, wie ich den da haben will, oder? Oder? Ah, er geht doch ein bisschen nach vorne. Okay, dann lass ich ein bisschen vorlaufen. Und zwar sehr weit vor. Nein, jetzt dreht er um. Nein! Mist. Oder ich war einfach nur zu langsam. Ach, ja, wenn ich sowas hier mache, natürlich. Scheiße. Wie weit ist... Ah, wie weit ist das denn? Verdammt. Ach, nicht den Safe-Set laden. Hier sind wir. Nehme ich ihn an der Stelle eben. Und versuche jetzt mal da gleich hochzukommen. So. So, okay. Jetzt kommen wir doch hoffentlich ein bisschen weiter, bitte. Also das mache ich jetzt ausnahmsweise mit Safe-Sets, weil Leute, ganz ehrlich... Ach, nee! Nein! Aber ich brauch... Verdammt! Wie geht das? Ich bin schon wieder total bescheuert. Ich brauch doch den Stern, um das Springboard zu holen. Ich brauch den Schlüssel da hinten. Ha? Ich meine, ich kann mir jetzt zwar den Schlüssel holen. Aber Stern ist dann weg. Leute, bin ich schon wieder so dämlich, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe? Kann das sein? Moment. Moment. Moment, ich hab da... Ich brauch den P-Switch jetzt ja nicht mehr. Das Dumme ist, ich habe jetzt die Shell schon geholt. Und kann die nicht mehr abgeben, deswegen muss die mal eben mitkommen. Du musst mal eben mitkommen, bitte. Danke. Ah, ich hab's kapiert, hoffe ich. So. Genau. Der Schlüssel liegt jetzt ja da oben und wird ja durch die Blöcke hier blockiert. Soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Und wenn ich jetzt hier... Nein, nein. Stopp. Ich hab gesagt, stopp. Stopp. Alter! Stopp! So, danke. Wenn ich jetzt hier nämlich... Moment. Den hier mache, komme ich dann da hoch? Puh. Ja gut, doch. Weil ich jetzt... Hier hochkomme. Ja, okay. Keine Ahnung, ob ich es machen soll. Ich weiß es nicht. Ich werde es gleich schaffen, die Shell aufzuscreenen. Moment, ich stelle die mal hier hin. Mann! So. Ach komm, dann machen wir einen Shell-Jump jetzt. Das wird zu blöd. So, danke. Au. So. So wollte ich das haben. Genau so. So, dann kommt ihr bitte wieder mit. Also man sollte es natürlich nicht so machen, wie ich das jetzt gerade mache, ne? Ist schon klar. Scheiße. Kriege ich die jetzt beide mitgenommen, bitte? Ich mache es mir gerade komplizierter, als es
sein müsste, das weiß ich schon. Weil eigentlich könnte man das alles hier erst machen und dann sich die... Das könnte man alles noch machen, solange man einen Pilz hat. Und sich dann... Ach, Mann. Und sich dann die Shell neu holen. Ich mache das wieder viel zu kompliziert. Aber egal. Und dann komme ich jetzt mit dem Stern und dem Pilz nämlich auch nach hinten. Ach, Pilz, Pilz wieder. So, den Schlüssel kann ich hier hinlegen. Den hole ich dann eh gleich ab. Und jetzt können wir ganz normal wie vorhin auch den Stern nehmen. Und ich mache das jetzt wie gesagt mit Save States, weil das dauert mir zu lange. So. So. La 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 la. Komm bitte her. Danke. La 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 la. La 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 la. Und los geht's. Ab geht die Luzi. Und wir nehmen uns direkt hier den Schlüssel mit. Und... ach Mann. Mal gucken, ob es noch reicht. Schauen wir mal. Nein! Fast. Schaffen wir noch, oder? Nee, nicht mehr. Okay, na gut, na gut, na gut. So, so müssen wir das machen. So muss man das machen. So nicht. Mal gucken, ob es noch reicht. Alter, ich mache hier eine Scheiße zusammen. Okay, jetzt haben wir's. Jetzt sind wir hier auch richtig. Tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert wieder, aber ihr kennt mich ja mit Puzzeln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, weil das reicht, glaube ich, für jetzt. Und sage Tschüss.